Liebe Kinder, ich heiße Nele und begrüße euch ganz herzlich zu unserer Online-Kinderstunde. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute wollen wir über Gottes Schöpfung hören. Er hat alles so wunderbar gemacht. Die Schlange im Paradies, die Taube, die Noah ausschickte, die Löwen, mit denen Daniel in der Grube saß. In der Bibel sind so viele Tiere. Ungefähr 130 Tierarten werden in der Bibel erwähnt. Auf den ersten Seiten der Bibel leben Mensch und Tier im Paradies friedlich miteinander, nachdem der Mensch alle Tiere benannt hat. Heute wollen wir uns ein paar Tiere anschauen, die Gott geschaffen hat. Wir wollen aber zuerst beten. Dazu könnt ihr wieder die Augen schließen und die Hände falten und ganz stille werden. Lieber Heiland, ich bringe dir von ganzem Herzen Dank für heute. Ich danke dir, dass es die Bibel gibt. Ich danke, dass du so viel reingelegt hast und dass wir wissen, wie der Anfang war. Ach Heiland, hilf du es den Kindern aufnehmen und dass sie fest an dich glauben. Segne auch jetzt die Kinderstunde. Wir danken dir, dass es dich gibt. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied. Der Text wird eingeblendet und ihr könnt kräftig mitsingen. Preist ihn, alle kleinen Kinder. Er ist gut, er ist treu. Preist ihn, alle kleinen Kinder. Er ist gut, er ist treu. Liebt ihn, alle kleinen Kinder. Er ist gut, er ist treu. Liebt ihn, alle kleinen Kinder. Er ist gut, er ist treu. Krönt ihn, alle kleinen Kinder. Er ist gut, er ist treu. Krönt ihn, alle kleinen Kinder. Er ist gut, er ist treu. Wir schauen uns jetzt den König David an. Eigentlich war David, bevor er König wurde, ein Hirtenjunge. Er hatte Begegnung mit vielen, auch wilden Tieren. Als Hirtenjunge ließ er oft seinen Blick über seine Schafe, die überall auf den Hügeln verstreut grasten. Diese Tiere mit dem wolligen Fell waren seine Freunde. Am Tag führte er sie auf die grüne Wiese und zum frischen Wasser, damit sie ruhig trinken können. David hatte keine Angst und fühlte sich nicht einsam, denn Gott war bei ihm. Und so wie David sich sehr um seine Schafe kümmerte und sie beim Namen kannte, so sorgte Gott, der große Hirte, in wunderbarer Weise auch für ihn. Wir schauen uns jetzt mal das Schaf an. Schafe ernähren sich hauptsächlich von Pflanzen. Ein Schaf wird ungefähr 10 Jahre alt, manchmal auch 15 Jahre. Hausschafe gehören zu den ältesten Haustieren der Welt. Ein Schaf allein, das gibt's nicht. Schafe sind reine Herdentiere und mögen es überhaupt nicht, allein gehalten zu werden. Nur zusammen mit ihren Artgenossen fühlen sie sich wohl, sicher und geborgen. Das Schaf oder Lamm ist das Tier, das in der Bibel am häufigsten auftaucht. Es wird 196 Mal erwähnt. Das Schaf galt als besonders reines Tier und wurde oft zum Opfer gebracht. Zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten essen die Juden heute noch beim Passafest ein Passahlamm. Wisst ihr, liebe Kinder, wir waren gestern im Tierpark
Und da habe ich mir die Schafe ganz genau angeschaut. Haben die dicke Wolle. Und die Schafe müssen einmal im Jahr geschoren werden. So, jetzt dürft ihr raten, wie viel Wolle gibt es in einem Jahr, wenn die Schafe geschoren werden? 15 Kilo vielleicht? 3 Kilo oder 1 Kilo? Ich habe nachgelesen. Die richtige Antwort ist 3 Kilo. Von einem Schaf gibt es ungefähr 3 Kilo Wolle. Wir kommen zurück zu unserer Geschichte. Ich darf nicht einschlafen, sagte David. Sonst verirrt sich noch ein Lämmchen, während ich schlafe. Um sich wach zu halten, hat er sich oft auf einen hohen Felsblock gesetzt und zupfte an der Seite seiner Harfe, die er immer dabei hatte. Und dann sang er mit schöner, heller Stimme: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das steht im Psalm 23. Wenn David aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm, ließ er seine Harfe fallen und griff nach einer Schleuder. Er hatte immer glatte, runde Steine bei sich, für den Fall, dass es den Schafen Gefahr drohen sollte. Eines Tages sah David einen goldbraunen Löwen an einer Wasserstelle kauern. Das große Tier packte ein Lamm. David jagte hinter dem Löwen her und schleuderte dabei einen Stein mit seiner Schleuder. Der Stein flog durch die Luft und traf den Löwen. David kämpfte gegen den Löwen. Der Kampf dauerte nicht lange. Der Löwe ließ das Lamm fallen und lief weg. Löwen sind die einzigen Großkatzen, ja, Katzen nur große, die in Gruppen zusammenleben. In freier Wildbahn leben die Könige der Tiere vor allem in Afrika. Sie können bis zu 80 Kilometer pro Stunde schnell werden. Sie wiegen ungefähr 150 Kilogramm. Löwen sind reine Fleischfresser. Neben den Tigern gehören diese zu den größten Raubkatzen der Erde. Wenn sie nicht auf Jagd sind, schlafen oder schlummern die Löwen bis zu 20 Stunden am Tag. So, aber zurück zur Geschichte. Schnell versorgte David das verletzte Schaf. Er steckte seine Schleuder in seine Hirtentasche, ging durch die Herde und zählte die Schafe sorgfältig. 1, 2, 3. Er vergewisserte sich, dass alles in Ordnung war. David war so froh, dass der Herr ihm geholfen hatte, gegen den Löwen zu kämpfen. Und schon bald saß David und spielte auf der Harfe und sang Lieder. An einem anderen Tag beschloss David, die Schafe in die Berge zu führen. Dort gab es frisches Gras. Aber in den Bergen lauerten Gefahren. In den Berghöhlen lebten Bären, die oft auf Nahrungssuche umherwanderten. Wir schauen uns jetzt den Braunbären an. Braunbären können nicht so gut sehen, sie können durchschnittlich hören, aber die können sehr gut riechen. Der Braunbär wiegt stolze 600 Kilogramm und wird ungefähr 35 Jahre alt. In Deutschland sind die Braunbären ungefähr im 19. Jahrhundert ausgestorben. Der Bär in der Bibel, das ist ein syrischer Braunbär, den es bis 1930 im Heiligen Land gab und der heute noch in Libanon lebt. Die Menschen hatten große Angst vor dem Bären, weil er seine Schafe und Ziegen raubte, obwohl sich Bären hauptsächlich von Pflanzen ernähren. So, jetzt kommt eine Frage zu den Bären. Was glaubt ihr, wie schnell können Bären rennen? So schnell wie ein Fahrradfahrer oder so schnell wie ein Auto in der Stadt? Die richtige Antwort ist wie ein Auto in der Stadt, bis 50 Kilometer pro Stunde. Nun schauen wir uns jetzt mal an, was David gerade macht. David passte sehr gut auf die Lämmer auf. Plötzlich sah er, wie sich etwas im hohen Gras ganz in der Nähe bewegte,
Sofort war er in Alarmbereitschaft. Ein großer, brauner Bär bewegte sich im Gras auf ein Lamm zu. Plötzlich stürzte er nach vorne und schnappte sich eins. »Oh nein«, rief David. Schnell holte er seine Schleuder, zielte und schleuderte einen Stein auf den Bären. Wumm, der Stein traf den Bären so heftig, dass er knurrte. Aber er ließ das Lamm nicht los. David rannte so schnell er konnte. Er griff nach dem Lamm, kämpfte gegen den Bären und tötete ihn. Wieder einmal hatte Gott David geholfen, seine Schafe zu retten. Als David die Schafe an jenem Abend zum Schlafplatz führte, hatte er vielleicht gesungen, »Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.« Das steht auch in Psalm 23. David hat viele Psalmen geschrieben. Dazu hatte er als Hirtenjunge viel Zeit. So, jetzt möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen von einem Jungen, der sehr einsam war, aber eine ganz liebe Katze hatte, die er auch sehr liebte und die ihn oft getröstet hat. Die Geschichte heißt »Niklas findet sein Glück«. Niklas war 7 Jahre alt, er hatte keinen Vater und vor kurzem ist auch seine Mutter gestorben, die sehr krank war. Niklas musste nun jetzt das Essen selber besorgen, suchte oft, wo er noch Reste bekommen könnte. »Ach, wenn ich doch eine Hähnchenkeule oder Reste von Pizza bekommen könnte«, dachte Niklas und streichelte dabei seine Katze, die auch sehr Hunger hatte. Die Nachbarschaft mochte den Jungen nicht, denn er stellte oft etwas Böses an. Sie hatten kein Mitleid mit ihm. So saß er auf der Treppe draußen vor dem Haus und überlegte, wo er noch Essen bekommen könnte. Vor lauter traurigen Gedanken an seine Mutter hatte er ganz vergessen, dass es heute Sonntag ist. Auf einmal, ach ja, heute ist ja Sonntag, ich könnte ja wieder die Kinder treffen, die zur Kinderstunde gehen. Ach, und warum sind sie immer so gut gekleidet und immer so satt und sehen immer so glücklich aus? Niklas beneidete die Kinder sehr. Da kommen sie schon. Niklas überlegte, wie er diese Mädchen ärgern könnte. Die kamen immer näher, die kannten ihn sehr gut und schauten vorsichtig auf ihn zu in Erwartung, was er jetzt machen würde. Er nahm einen Stein und wollte schon auf sie werfen. Aber da kommt das Mädchen plötzlich auf ihn zu und sagt ganz streng, »Mir reicht's, wir haben keine Angst vor dir. Wir gehen jetzt sofort zu deinen Eltern, denen erzähle ich mal, was du hier machst.« Das Mädchen merkte, dass sie viel größer war als er. Das machte ihr Mut. »Zeig mir, wo du wohnst«, sagte sie. »Nein«, auf einmal schrie Niklas, »nein, nein!« Da schaute aus der Nachbarschaft eine Frau heraus, die sagte, »Da, gegenüber wohnt er. Wehrt euch, Mädchen, wehrt euch, der Junge ist sehr böse.« Das Mädchen, Liane hieß sie, packte ihn am Kragen und schleppte ihn ins Haus. Die Katze lief ihm die ganze Zeit nach. Hier im Haus wohnten mehrere arme Familien und jeder hatte irgendwie nur ein Zimmer. Ach, war da alles schmutzig. Wo sie weiter ins Zimmer gingen, wo Niklas die letzten Tage mit der Mutter verbrachte, konnte das Mädchen den Gestank kaum aushalten. »Meine Mutter ist gestorben«, schrie Niklas auf einmal. Und dann fing er an, bitterlich zu weinen. Jetzt verstand Liane auf einmal, warum der Junge immer so böse war. Schnell läuft sie nach Hause und erzählt alles den Eltern. Sie wusste, ihre Eltern würden alles richtig machen, um Niklas zu helfen. Die Eltern von Liane hatten viele Kinder, aber sie nahmen Niklas und seine geliebte Katze bei sich auf. Jetzt teilt er das Zimmer mit noch anderen Bruder von Liane. Jetzt hat er ein sauberes Bett und auf seinem Tisch
stand im Bilderrahmen seine Mutter, das einzige Foto, was sie im Zimmer finden könnten. Sie sah dort so schön aus. Und Niklas hatte jetzt immer was zu essen. Immer. Eine Familie hat er bekommen. Es fiel ihm besonders am Anfang nicht immer leicht, gehorsam zu sein und sich an die Regeln zu halten. Aber er bemühte sich sehr. Die schwere Zeit des Leidens war zu Ende. Seine Mutter hatte in der letzten Zeit oft vom himmlischen Glück erzählt. Ja, das war dieses Glück, das hat sie bestimmt gemeint. Jetzt ging es ihm gut. Wir sind jetzt mit der Geschichte fertig und ich würde euch bitten, dass ihr wieder die Hände faltet, die Augen schließt und ganz still werdet. Lieber Heiland, ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, dass es uns gut geht, dass wir in einem Land leben, wo wir alles haben können. Ach Heiland, wir danken dir, dass wir an dir glauben dürfen und dass wir keine Verfolgung haben und dass wir genug zu essen haben und jedes Kind ein warmes Bett. Ach, hilf du den Kindern, das auch zu schätzen und hilf uns auch, die Bibel zu schätzen. Gib doch den Kindern Kraft, gehorsam zu sein und lieb zu sein. Sei du mit ihnen. Wir danken dir für alles. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied und ihr dürft kräftig mitsingen. Ich verabschiede mich schon mal von euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss, bis nächstes Mal. David spielte auf der Harfe, kling, 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 klang. Wenn er seinem Gott im Himmel frohe Lieder sang. David war ein Hirtenjunge, schön von Angesicht. Hütete des Vaters Schafe, fürchtete sich nicht. Kam ein Bär und stahl ein Schäfchen, sprang er hinterher, riss das Schaf ihm aus den Klauen, weg lief dann der Bär. Dann spielt David.